Es ist so ein facetten- und variantenreiches Spiel, bei dem man sich immer wieder einen neuen Weg suchen kann. Hallo meine lieben Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Hunter and Friends. Und heute schaue ich mir das nächste komplizierte Eurogame an, das nächste Experten-Eurogame. Federation, deutsch bei Strohmann rausgekommen, ursprünglich Explore 8 von Dimitri Perrier, Matthew Verdier, ganze illustriert von Mikel Coimbra, kennt man ja auch. Und das Ganze ist ein, ja, wie gesagt, ein Experten-Euro, 2-4 Spieler, 30 Minuten pro Spieler, ein sehr interaktives Eurogame. Alex und Peter haben damals auch eine Preview gemacht. Aber da haben sie nur zu zweit angespielt. Und ja, ich kann es schon mal vorwegschicken. Das ist eines der interaktivsten Experten-Euros, die ich schon seit längerem gespielt habe. Und nur zu zweit kommt es nicht so richtig rüber. Aber ja, ich werde euch das jetzt hier im Detail vorstellen. Dazu gibt es jetzt eine kurze Spielübersicht, eine schlanke Regelerklärung, hoffe ich. Und dann gibt es Lob und Tadel, Fazit. Spieletipps und Hunterscore, das volle Programm. In diesem Sinne viel Spaß und natürlich freue ich mich, wenn ihr hier ein Abo da lasst, um nichts mehr zu verpassen. Es gibt ja meine ausführlichen Rezensionen jetzt ab sofort wieder frei für alle. Hab meinen Bonus-Content geändert, da gibt es jetzt so ungeschminkte Crowdfunding, Reviews, Previews, Meinungen, wie auch immer. Und deswegen kann ich euch die schönen großen Rezensionen jetzt nochmal wieder für alle präsentieren. Was mich auch irgendwie freut, die Patrons und meine Unterstützer auf YouTube und Steady, die freut es auch. Und in diesem Sinne viel Spaß. Ich bedanke mich für eure Unterstützung und wir sehen uns gleich wieder. In der Übersicht, ja, wirkt Federation nicht besonders übersichtlich, weil wir einen ziemlich vollgestopften großen Spielplan haben. Aber hier in der Mitte ist im Endeffekt ein großes Worker Placement, ein größer Worker Placement Bereich, eine außerirdische Versammlung, ein außerirdisches Parlament, was über zwei verschiedene Gesetze abstimmen will. Letztlich einfach sind es Siegpunkte, die wir ergattern können in dieser Runde. Entweder hier links oder hier rechts. Und indem wir hier unsere Worker einsetzen auf diesen Worker-Placement-Feldern, bestimmen wir im Prinzip, für welches Gesetz abgestimmt wird. Momentan würde es hier 2-3 Stimmen aussehen. Und wenn die Runde jetzt schon zu Ende wäre, dann würde dieses Gesetz verabschiedet werden. Das ist so ein Grundprinzip. Ansonsten ist es eben so, dass auf diesen Feldern die Aktionen abgedruckt sind. Da gibt es grundlegende Aktionen, die verschiedenen Bereichen zugeordnet sind. Wir haben hier unten so einen Meteoritenplaneten, hier noch so einen Handelsplaneten. Hier können wir noch so Gesandte uns besorgen. Hier auf den blauen Planeten solche Bonusplättchen und hier oben der grüne Bereich ist der Roboterplanet. Können wir uns so kleine Engines kaufen oder Siegpunktgeneratoren besorgen. Außerdem relativ klein sind hier oben so Investitionsprojekte. Ja, das ist relativ tricky, weil wir können unsere Worker hier auf zwei Seiten spielen. Entweder hier mit der Abstimmungsseite, damit beeinflussen wir eben diese Gesetze, die am Ende der Runde Siegpunkte bringen, oder mit der Investitionsseite. Damit lassen wir diesen Investitionsmarker, der sozusagen in der Spalte nach oben weitergeht, immer einen Schritt nach vorne rücken. Und das sind im Endeffekt die verschiedenen Planeten, noch so ein paar andere Sachen. Und wenn so ein Investitionsmarker am Ende vom Spiel ganz hinten angekommen ist, dann wird dieser Bereich auch noch gewertet. Dann gibt es noch Punkte für den ersten, zweiten, dritten Platz bei 4 Spielern. Und da wir alle zusammen dafür sorgen, dass diese Marker nach vorne rutschen, ja, ist es eben auch wieder so ein interaktives Ding. Möchte ich, dass ein bestimmter Bereich gewertet wird am Spielende oder nicht? Jedes der fünf Planetenbereiche wiederum funktioniert auf eine andere Art und Weise. Da gehe ich gleich nochmal in der Regelerklärung noch ein bisschen näher drauf ein. Aber im Endeffekt ist es einfach so, dass wir hier diese Runden durchspielen. Das sind eben diese Abstimmungsrunden und
wir kriegen schon eine Menge Siegpunkte auch während dem Spiel und am Ende werden halt nochmal diese Projekte, diese Investitionsprojekte gewertet, wie viele Medaillen wir hier bekommen haben in den unterschiedlichen Bereichen. Auch das gibt noch Punkte. Und wer natürlich am Ende die meisten Siegpunkte ergattert hat, der hat gewonnen. Bei der Regelerklärung fange ich jetzt hier mal mit dem Tableau an. Das ist hoffentlich ein bisschen einfacher dann zu verstehen alles. Zunächst einmal sehen wir hier rechts unsere vier Standard-Worker, die wir haben. Sie haben auch unterschiedliche Wertigkeiten. Wir haben eben zwei Einer-Worker, ein Zweier und ein Dreier. Das wiederum, wie gesagt, die Seite mit dem Abstimmungswert. Wenn wir dran sind, können wir immer eine Sache machen, wir setzen einen Worker ein, entweder mit der Seite oder eben mit der Investitionsseite und zusätzlich können wir eine Mission fliegen, was nichts anderes heißt als eine Zusatzaktion machen. Was bedeutet Missionsfliegen? Missionsfliegen bedeutet, ich habe hier unten ein Raumschiff. Ich habe eine dieser Missionen hier freigeschaltet. Das sind im Prinzip alle Bonusaktionen, die ich machen kann. Jede Bonusaktion kann ich sowieso auch nur im Spiel nur einmal machen. Und freischalten heißt, dass ich hier so ein Häkchen hier gesetzt habe. Und zusätzlich muss ich auch noch hier auf der Akkreditierungsleiste noch im richtigen Bereich sein. Die muss ich auch entsprechend hochgepusht haben. Und dann kann ich als Zusatzaktion theoretisch hier mit meinem Raumschiff hier einmal hinfliegen und diese Aktion hier zusätzlich zu meinem eigentlichen Worker-Placement-Zug machen. Diese Häkchen, die bekomme ich, wenn ich diese Worker hier mit dieser Investitionsseite spiele. Daran sieht man auch, dass hier immer dieser Häkchen hier abgebildet ist, aus dem die höheren, na, wenn ich die für Investitionsseite benutze, bekomme ich immer auch noch eine zusätzliche Ressource. Ressourcen gibt es vier verschiedene in unterschiedlichen Wertigkeiten. Es gibt hier, das ist die billigste Ressource, dann die grüne, dann die blaue und das höchste ist das Gold. Wichtig ist, dass die blaue Ressource gleichzeitig ein Joker für die beiden anderen Ressourcen sind, aber nicht die grüne für die lilane Ressource, das funktioniert nicht. Hier links habe ich noch ein Startplättchen. Jeder Spieler bekommt ein Startplättchen. Also dieser Spieler würde einfach mit so einer blauen Ressource starten. Und dann gibt es hier noch einen Bereich für die sogenannten Medaillen. Ihr werdet gleich sehen, wenn ich die verschiedenen Aktionen durchgehe, bei jedem Planeten kann man eine Medaille verdienen. Und ihr seht schon, wenn ich mehr Medaillen gesammelt habe, gibt es am Ende des Spiels mehr Siegpunkte. Außerdem habe ich hier noch einen Würfel, den kann ich mir auch durch Aktionen holen. Wenn ich den Würfel habe, dann ist der erstmal auf der 1. Ich kann dann den auch nochmal upgraden und den kann ich immer zusätzlich mit einem Abstimmungsworker dann einsetzen und der erhöht einfach den Abstimmungswert meines Workers. Genau. Hier oben ist noch eine Besonderheit, wenn ich mit meinem Akkreditierungsmarker hier ganz oben angekommen bin, dann kann ich mir hier aus diesen Weltraumplättchen ein beliebiges aussuchen und das ist auch sofort freigeschaltet, ist ein sehr starker Bonus. Das heißt, wenn ich hier ganz oben hinkomme, ja, dann habe ich einiges davon. Wichtig ist aber auch, dass wenn ich hier diese Akkreditierungsleiste hochgehe, ab dem Bereich 3 kostet es mich auch in der Verwaltungsphase immer einen Rohstoff, hier einen beliebigen, hier einen grünen und hier einen blauen. Das darf man nicht vergessen. Dafür gibt es aber auch am runden Ende Punkte. Wie das genau funktioniert, das zeige ich euch gleich. Und hier oben kann man auch sehen, man kann auch mit dieser Akkreditierungsleiste eine Medaille verdienen. Wenn man hier angekommen ist, ja, bekommt man hier diese hellgraue Medaille. Ja, und das war im Prinzip schon das Tableau. Wichtig nochmal zu wissen ist, hier könnt ihr nur maximal 5 Raumschiffe haben. Eure Raumschiffanzahl ist auch begrenzt. Ihr habt insgesamt maximal nur 8 Stück, was einfach bedeutet, dass ihr auch im ganzen Spiel nur 8 Bonusaktionen machen könnt. Und ihr seht, es gibt ja deutlich mehr Bonusaktionen. Da muss man sich entscheiden, auf welche man spielt, auf die, die da leicht zu erreichen sind oder auf die weiter oben, die natürlich entsprechend mehr bringen. Was die genau machen, da kann ich kurz nochmal drüber gehen, aber ich erkläre euch jetzt erstmal die normalen Aktionen auf dem Spielplan.
Dazu schauen wir uns als erstes jetzt nochmal hier diese Worker-Felder an. Wenn ich dran bin und einen meiner Arbeiter hier irgendwie einsetze, dann egal, ob ich es auf dieser Seite oder auf dieser Seite mache, ich mache die Aktion. Natürlich ist das Feld dann auch belegt und kann nicht von anderen Mitspielern oder von mir selber nochmal verwendet werden. Was gibt es für Aktionen? Es gibt die Planetenaktionen, das sind quasi die verschiedenen Standardaktionen. Dann gibt es zweimal die sogenannte Spionageaktion. Das bedeutet einfach nur, ich kann auch eine Planetenaktion ausführen, muss aber so einen billigen Rohstoff, so einen violetten Rohstoffkristall bezahlen. Sehr wichtig. Ja, was gibt es noch? Ich kann so einen blauen Kristall bezahlen, um zwei Raumschiffe zu bekommen. Ich kann Startspieler werden und bekomme eine beliebige Medaille, die ich noch nicht habe. Ja, auf die Medaillen komme ich später nochmal zu sprechen. Ich kann zwei Schritte auf der Akkreditierungsleiste hochgehen. Ich kann einen grünen Kristall bezahlen, um meinen Würfel zweimal abzugraden. Ich kann einen Schritt auf der Akkreditierungsleiste hochgehen und ein beliebiges Investitionsprojekt hier oben voranbringen. Darauf komme ich gleich nochmal. Hier auch ein weiteres Raumschiff freischalten und eine beliebige Mission freischalten. Und das ist jetzt nochmal wichtig, denn wenn ich eine Aktion mit eben dieser Investitionsseite spiele, dann ja, stimme ich zwar nicht ab für die Gesetze, aber ich habe einen weiteren Benefit, denn ich schalte auf meinem Tableau diese Mission hier frei. Alle diese Symbole hier gibt es eben auch auf meinem Tableau. Bei den normalen Aktionen ist die Mission auch, wie gesagt, genau das gleiche. Ich kann dann einfach mit einem Raumschiff dann nochmal zum Beispiel die blaue Planetenaktion machen. Bei diesen besonderen, bei diesen Feldern mit diesem Raumstationssymbol hier und diesem farbigen Bereich ist es ein bisschen anders. Hier muss man gucken, auf dem eigenen Tableau diesen passenden Raumschiffsymbol hier zu finden, weil der Effekt der Mission tatsächlich ein bisschen ein anderer ist. Was da für Spezialmissionen es noch gibt, das erkläre ich euch nachher nochmal am Ende der Regelerklärung. Und ja, das heißt also, hier mache ich auch die Aktion, schalte die Mission frei. Wenn ich ein Raumschiff habe, könnte ich dann die Mission im gleichen Zug sogar noch als Bonusaktion machen. Und bevor ich jetzt nochmal auf die einzelnen Aktionen eingehe, können wir nochmal kurz hier so ein kleines Beispiel machen, wie das hier aussehen würde, jetzt hier mit zwei Spielern. Normalerweise wird es natürlich hier viel voller mit vier Spielern. Was passiert, wenn die Runde vorbei ist? Es wird abgestimmt hier über eins von beiden Gesetzen. Da wird einfach komplett zusammengezählt, wie viele Stimmen sind. Hier sind fünf, hier sind drei. Ihr seht schon, das hier hat gewonnen. Tiebreaker ist übrigens der Startspieler. Ja, und dann wird dieses Gesetz einfach umgesetzt und das bedeutet nichts anderes, dass es jetzt zwei Siegpunkte pro Einfluss auf dem pinken Planeten gibt. Hier hätte es zwei Siegpunkte pro Einfluss auf dem gelben Planeten bekommen. Was Einfluss ist, das zeige ich euch gleich. Letztlich ist es einfach, wie viel man da gemacht hat in den Bereichen. Dafür gibt es dann nochmal Punkte. Dann werden aber auch noch die Reihen gewertet. Da guckt man auch, wie die Mehrheit ist. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal an, hier hat einfach Grün gewonnen, hier hat Gelb gewonnen, 3-2. Hier hat niemand gewonnen. Und was heißt es? Es gibt einfach Punkte, je nachdem, wie hoch man auf der Akkreditierungsleiste ist. Da ist man in so Bereichen. Unterster Bereich ist 1 Punkt, 2 Punkt, 3 Punkt, 4 Punkt, maximal 5 Punkte. Ja, und so viele Punkte bekommt man, wenn man eben so eine Reihenwertung gewonnen hat. Außerdem wird geschaut, wie viele Investitionsmarker liegen eben und für jeden Investitionsmarker geht dann das entsprechende Projekt eine Stufe vor. Es gibt eine Besonderheit hier und zwar dieses Symbol hier. Das bedeutet nämlich, man kann ein beliebiges Projekt nach vorne bringen und da kann man sich auch für dieses mittlere Gemeinschaftsprojekt entscheiden. Das bedeutet einfach nur, auch hier geht der Marker 1 vor. Ich gehe aber auch mit meinem Marker, wenn ich das grüner Spieler bin, hier eins vor, da kriegt man auch noch so eine Ressource, das ist ganz nett. Was heißt das Gemeinschaftsprojekt? Es ist ganz einfach, wenn das Gemeinschaftsprojekt ganz hinten ist, dann wird gewertet, wer hier am weitesten vorne ist. Also wer das Gemeinschaftsprojekt am meisten vorangetrieben wird. Das ist einfach auch wieder eine weitere Wertung. Außerdem ist es so, dass wenn ein Projekt am Ende angekommen ist und weitere Investitionsmarker hier hingelegt werden, auch dann wird das Gemeinschaftsprojekt nach vorne
gesetzt. Und die Projekte, was machen sie sonst? Es ist auch wieder ganz klar, es sind einfach hier das, 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 das und das sind einfach auch wieder Einfluss in den jeweiligen Planetenbereichen. Und das hier bezieht sich auf erfolgreiche Missionen. Ja, und jetzt können wir einfach noch die verschiedenen Standardaktionen oder die verschiedenen Planeten durchgehen. Hier dieser Meteoritenplanet ist fast der einfachste. Wenn ich da eine Aktion mache, dann gehe ich einfach einen Schritt hier vorwärts und ich bekomme einfach diese Ressourcen, die hier abgedruckt sind. Hier unten seht ihr die 4 Medaillen, die es hier gibt und gleichzeitig den Einfluss, den ich habe. Und der entspricht einfach meiner Position. Also momentan hätte der grüne Spieler einfach 2 Einfluss, der gelbe Spieler, ein Einfluss, der gelbe Spieler hätte 2 Einfluss. Und ihr seht, der erste Spieler, der 3 Einfluss hat, der bekommt die erste Medaille beim 4-Spieler-Spiel. Und das bedeutet gleichzeitig, dass der zweite Spieler, der eine Medaille haben will, schon 4 Einfluss haben muss. Da jeder Spieler aber nur eine Medaille pro Farbe haben kann, also kann es halt sein, selbst wenn einer hier vorrennt, der hat dann die erste Medaille vielleicht bekommen, kann natürlich trotzdem der zweite dann hier die 4er-Medaille bekommen. Ansonsten kann man hier, wenn man will, so, so einen Abzweig hier machen. Dann kann man einmalig hier diesen Bonus hier bekommen, dann ist dieses Plättchen weg. Das ist noch so ein Vorteil, wenn man zuerst da ist. Und wenn man es tatsächlich bis nach hier hinten schafft, werden hier die alle hier umgedreht und man kann sich davon eins aussuchen. Das sind sehr starke Ressourcenboni. Ebenfalls um Ressourcen geht es hier bei dem gelben Handelsplaneten. Da ist es so, wenn ich diese Aktion mache, dann kann ich einer meiner Marker hier unten auf eines von diesen Spalten hier legen und ich bekomme hier von jedem Marker, der hier unten liegt, einen Einfluss. Und da muss ich tauschen. Hier muss ich zum Beispiel ein Gold abgeben für 3 Siegpunkte oder Blau für ein Gold. Das wird immer schlecht. Hier muss ich gar nichts abgeben, kriege entweder so eine pinke Ressource oder kann eine beliebige Mission freischalten. Ja, das kann ich auch mehrmals machen, wenn ich dann eben mehrmals diese Aktion mache. Einfach hier unten tauschen gegen das hier oben. Ich kann aber auch, wenn ich die Aktion nochmal mache, den Marker hier hochschieben. Ja, und dann kann ich das gleiche einfach dreimal machen. In dem Fall kriege ich einfach dreimal das, muss nichts abgeben. Hier müsste ich dann einmal grün abgeben, kann dreimal entweder blau und oder so einen Schritt auf der Akkreditierungsleiste machen. Und auch hier ist das gleiche Prinzip, der zuerst 3 Einfluss hat, kriegt die erste Medaille. Ja, und man auch kann natürlich überall nur einmal eine Medaille einer Farbe bekommen. Beim pinken Planeten ist es so, dass man sich hier so einen Gehilfen holen kann. Man muss immer unten anfangen und wenn man eben die Aktion einmal macht, dann kann man sich einen von denen hier unten aussuchen. Die haben die unterschiedlichsten Effekte, teilweise Soforteffekte, teilweise kriegt man Boni, wenn man eine bestimmte Aktion macht oder kann sie jederzeit umdrehen. Die sind alle beschrieben. Das Prinzip ist nur so, wenn ich jetzt hier den da zum Beispiel mir genommen habe, dann wird automatisch hier der oberste der zweiten Reihe umgedreht. Und wenn ich jetzt nochmal diese Aktion mache, könnte ich entweder einen anderen Einer nehmen oder ich darf dann auch schon einen von Stufe 2 nehmen, weil ich schon einen Einer habe. Und ja, ihr seht, Stufe 3 gibt es von jedem nur einen. Bringen alle Siegpunkte. Und ich darf mir erst einen Dreier nehmen, wenn ich auch einen Zweier einer entsprechenden Fraktion habe. Jedes Plättchen, das ich besitze, ist einfach ein Einflusswert. Hier beim blauen Planeten ist auch ganz simpel, wenn ich die Aktion mache, dann laufe ich einfach einen Schritt vorwärts. Ah, das habe ich vergessen hier, es wird immer aufgedeckt. Am Spielanfang wird das schon aufgedeckt und der erste, der dann hier ist, deckt dann automatisch die nächsten Plättchen auf. Das sind Bonusplättchen, da kann man sich dann eins aussuchen und die kann man einmalig zusammen mit einem Worker spielen, je nachdem natürlich auch welche Seite. Die muss man natürlich mit der Investitionsseite spielen, die mit der Abstimmungsseite und ihr seht, die ersetzen einfach das, was auf meinem Worker eigentlich drauf ist und verstärken den dann entsprechend, kriege ich noch zusätzliche Ressourcen, zusätzliche mehr Abstimmungskraft oder andere Effekte. Der erste hier ist, kriegt dann hier die Medaille, das funktioniert genauso und natürlich je weiter wir hier vorkommen, desto stärker werden die Boni. Und dann gibt es noch diesen Roboterplaneten, der hat tatsächlich 2 Seiten. Ich erkläre jetzt erstmal hier die linke Seite. Das ist so ein bisschen so eine Engine-Geschichte. Hier muss ich tatsächlich Sachen bezahlen, Rohstoffe bezahlen, um die Aktion auszuführen. Und dann kann ich einen meiner Roboter, ich nehme lieber den gelben, den kann man besser sehen, hier hinlegen, kriege ich sofort den Bonus. Das ist einfach nochmal so ein einer Bonusplättchen hier vom blauen Bereich, da gibt es noch zusätzliche, kann ich einfach blind ziehen, kriege ich nochmal so einen beliebigen Bonus, weiß aber nicht, was da drauf ist. Hier kriege ich einfach einen Schritt in der Akkreditierungsleiste, hier kann ich einen beliebigen Rohstoff einen Schritt upgraden und hier bekomme ich ein Raumschiff. Und das Entscheidende ist, diese Sachen bekomme ich einmalig, wenn ich es auslöse und dann
zu Beginn jeder Runde. Das ist also ein Einkommen. Außerdem seht ihr, pro Roboter, den ich hier habe, kriege ich einen Einfluss. Kann natürlich bei jedem nur ein Roboter haben, aber da können verschiedene Spieler das machen. Das ist also nicht exklusiv. Und dann gibt es hier noch diesen rechten Bereich, wo jeder Roboter 2 Einfluss ist, und das sind Siegpunktgeneratoren, die relativ stark sind. Und ihr seht, es gibt hier so Multiplikatoren. Und das bedeutet nichts anderes, wenn ich jetzt zum Beispiel hier das hier mache, da muss ich auch immer ein Gold abgeben. Das ist eine sehr teure Aktion, kann man nicht am Anfang des Spiels gleich machen oder macht auch keinen Sinn. Denn ich bekomme jetzt in dem Fall 3-mal den Einfluss oder den Wert von dem schlechteren dieser beiden Sachen. Das heißt also, was schlechter ist, der Einfluss auf Grün oder die Anzahl der erfüllten Missionen. Also das können maximal 8 sein. Ja, das heißt, hätte ich jetzt Einfluss hier 4 und habe 3 Missionen, würde ich 9 Punkte bekommen. Der nächste, der das macht, kriegt dann eben das nur noch 2-mal, der dritte nur noch 1-mal. Und da gibt es eben die verschiedenen Sachen. Die Einflüsse jeweils sind klar. Der Wert der Akkreditierungsleiste oder der Wert des Würfels, der kann maximal 6 sein. Und das sind halt viele Punkte, wenn die vor allem mal 3 sind. Wenn der ein Spieler eben beides gut hochgepusht hat, dann kann das ziemlich reinhauen. Hier gibt es tatsächlich auch weitere Plättchen, mit denen man den Spielaufbau hier noch variieren kann. Ja, und jetzt können wir uns nochmal zurück zum Tableau, nochmal diese besonderen Missionen angucken. Diese Missionen hier unten, die sind, wie gesagt, tatsächlich ganz gleich wie die Aktionen, die man sozusagen macht, wenn man sie freischaltet. Aber die hier oben sind noch ein bisschen anders. Ja, man sieht einfach, die geben einfach noch Siegpunkte. Hier kriegt man Siegpunkte für Ressourcen. Hier bekommt man diese dunkle Medaille. Das ist die einzige Möglichkeit, die dunkle Medaille zu bekommen. Und einfach einen Schritt und nochmal beliebiges Investitionsprojekt. Hier kriegt man 2 Punkte pro Anzahl, was der Würfel zeigt, also maximal 12, wenn man den Würfel schon auf der 6 gedreht hat. Hier bekommt man nochmal 2 Punkte pro Wert der Akkreditierungsleiste, also maximal könnte das 10 Punkte sein. Und nochmal zur Erinnerung, das sind eben die Punkte, die man bekommt bei dieser queren Wertung sozusagen am Ende der Runde. Und hier bekommt man nochmal 1 Punkt für jede erfolgreiche Mission, inklusive dieser hier. Und das hier, wie gesagt, das ist eben ein Beispiel für so ein Plättchen, das ich hier oben bekomme. Und das wären einfach wieder 2 beliebige Investitionsprojekte vorrücken. Da könnte man natürlich dann gerade die noch zur Wertung bringen, die man benötigt, und alle Missionen freischalten auf einen Schlag. Ne, das ist natürlich ziemlich cool. Da hat man dann plötzlich, wenn man noch Raumschiffe hat, zu dem Zeitpunkt noch viele Optionen. Aber das ist nur ein Beispiel. Es gibt noch viele, viele andere dieser Weltraumplättchen, die alle sehr, sehr starke Effekte haben. Und wenn es auch ziemlich viel war, es gibt hier 4 super Übersichtstafeln hier, was ich in meinem Zug mache. Ne? Ich setze einfach mal einen Worker ein. Auf der einen oder anderen Seite, wenn ich die Investitionsseite mache, schalte ich die Mission frei. Und ich kann optional hier, wenn das alles hier passt und ich ein Raumschiff habe, noch eine Zusatzaktion machen. Hier einfach, was passiert bei den Standardaktionen, einfach ein Feld weiter und so weiter. Wirklich auch sehr schön. Hier, was passiert am Ende der Runde? Wir bekommen das Einkommen hier von dem Roboterplaneten. Wir müssen eventuell für unsere Akkreditierungsstufe was bezahlen, wenn wir schon so weit hochgegangen sind. Wir machen die Investitionsmarker der Projekte nach vorne, da wo die Investitionsmarker liegen. Dann werten wir sozusagen die Reihen. Da gibt es Punkte, je nachdem wie hoch unsere Akkreditierungsleiste ist. Und dann gucken wir, welches Gesetz verabschiedet wird. Und dafür gibt es dann Punkte, je nachdem wie viel Einfluss wir in den verschiedenen Bereichen haben. Und am Spielende guckt man einfach, welche der Projekte ganz am Ende sind. Da gibt es dann Punkte nach Platzierung des Einflusses, je nachdem. Und hier guckt man einfach, es gibt noch Punkte für die eingesammelten Medaillen und dann noch so ein paar extra Punkte für übrige Ressourcen, Raumschiffe und so weiter. Und wer dann die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Federation, das habt ihr wahrscheinlich jetzt in der Spielübersicht auch schon schnell gecheckt, ist ein extrem interaktiver Experten-Euro. Normalerweise würde ich sagen, ja, ist Interaktion nicht immer die größte Stärke von Experten-Euros, aber hier, aufgrund dieses wirklich interessanten Worker-Place-Mechanismus, der so verschränkt ist in gleich 3
Abstimmungen, Mehrheiten, Wertungen, wie auch immer, ja, macht es das Ganze einfach extrem interaktiv. Dazu ja noch, dass sozusagen jede dieser Leisten auch noch irgendwie so ein Race ist, was natürlich auch eine Interaktion macht. Ja, also Interaktion gibt's hier massig. Der Effekt der Interaktion ist natürlich, dass Federation ein Engine Builder ist, weil das ist es teilweise, ne? Wir bauen hier durchaus Engines auf mit Einkommen und Effekten, mit diesen Missionen, mit Akkreditierungsleiste und so weiter. Aber dieser Engine Builder wird durch diese starke Interaktion halt auch balanciert, gegenbalanciert. Und das zeichnet Federation auf jeden Fall aus. Die Komplexität, die ist hier wirklich dadurch gegeben, dass wir halt diese verschränkten Abstimmungen haben. Dass wir eben nicht nur komplizierte Aktionen planen müssen, unsere Ressourcen planen müssen, unsere Bedingungen planen müssen für die vielen Sachen, die wir hier bedenken müssen. Dass wir die richtigen Raumschiffe haben für die richtigen Missionen, die richtigen Ressourcen für die richtigen Aktionen und so weiter und so fort. Dass das alles ineinander greift. Nein, wir müssen ja auch diese Abstimmungen mitdenken. Wir müssen natürlich die Gesetzesabstimmungen mitdenken, aber wir müssen auch diese Reihenabstimmungen mitdenken und wir müssen auch noch diese Investitionsleisten mitdenken, die ja auch von den Mitspielern beeinflusst werden. Also wem es nicht genug sein kann an Sachen, die man mitdenkt beim Spielen, dann der wird dann hier sehr fündig werden. Ich bleibe eigentlich fast immer nur bei den Mechaniken hier beim Lob, aber es ist halt einfach so, das Spiel zeichnet sich durch die Mechaniken aus. Dieses Worker Placement, was wir letztendlich hier haben, das ist wirklich extrem variantenreich und wie ich auch finde, wirklich originell. Nicht nur, dass wir diese unterschiedlichen Worker haben, wir haben ja auch noch diese zwei Möglichkeiten, überhaupt die Worker einzusetzen, entweder mit dieser Abstimmungsseite oder der Investitionsseite. Und dann haben wir noch diese vielen Manipulatoren, die wir dann noch mit einsetzen können, die wir irgendwo kriegen können, um dann sozusagen noch zusätzliche Ressourcen zu kriegen oder die Abstimmungswerte zu verändern. Also ich finde wirklich, für Worker Placement, was ja wirklich eine Mechanik ist, die schon sehr, sehr oft eingesetzt wurde, die wir sehr, sehr gut kennen, ist das hier wirklich originell. Ja, und dann muss man einfach sagen, die Interaktion, klar, die ist sehr stark. Ich will es nochmal ein bisschen hervorheben. Bei Federation ist es halt wirklich so, immer wenn ich wieder drankomme, muss ich im Prinzip wieder neu überlegen, was hat sich jetzt getan, welche Felder sind jetzt weg, wie haben sich die Abstimmungsergebnisse verändert, seit die Mitspieler dran waren. Und da muss ich wieder drauf reagieren. Also dieses ständige, ich meine, das ist natürlich die Interaktion, hatte ich schon erwähnt, aber ich wollte es nochmal hervorheben. Also hier ist es wirklich so extrem, wie immer wieder sich das Board auch verändert und damit auch meine Strategie immer wieder angepasst werden muss an das, was meine Mitspieler machen. Negativ muss ich ganz klar sagen, ist das Thema, da hatte ich mir einfach mehr von versprochen, weil es hört sich so cool an im Pitch, hier diese galaktische Föderation, ja, die dann diese Abstimmungen macht. Das ist auch irgendwie ein cooles Thema. Es ist nur so, im Spiel tritt es doch sehr in den Hintergrund. Ja, das sind irgendwie Abstimmungen, aber letztlich sind es so eine Art Mehrheitenwertungen einfach, die wir manipulieren. Und das stört mich jetzt auch nicht, aber ich wollte es nur sagen, also wer jetzt wirklich hier sagt, oh, ich wollte schon immer mal ein außerirdisches Parlament nachspielen, der wird sicherlich enttäuscht sein, weil das wird, das kommt nicht wirklich raus. Diese extreme Interaktion hat natürlich auch Nachteile und sie hat einfach natürlich Nachteile, wenn man nicht in Vollbesetzung spielt. Zu dritt muss man ganz klar sagen, ist das Spiel manchmal in manchen Situationen anfällig für so einen Kingmaker-Effekt. Was heißt das? Naja, ein Spieler, der eigentlich raus ist, entscheidet zwischen den beiden Führenden, wer am Ende gewinnt, weil es halt mit jedem Zug, den man macht, ja, man die eine oder andere Sache halt beeinflussen kann. Und da kann man einfach nur sagen, spielt Federation halt einfach konsequent, wenn ihr hinten liegt, spielt gegen den Führenden und so, also spielt es wirklich auf den Punkt. Aber ich sag nur, zu dritt ist das Spiel damit anfälliger, weil ja, man eben nur drei Personen hat und zu zweit wird es dann schon fast aus meiner Sicht nicht mehr zu empfehlen, weil man hat dann eben so einen Ghostplayer, der einfach irgendwelche Votings reinmacht, der sagt zwar nicht A oder B, aber der hat halt einfach so feste Votings auf beiden Seiten, die sich ausgleichen, plus belegte Felder.
Und das fühlt sich dann irgendwie nicht mehr richtig an. Und zu zweit macht halt auch dieses Abstimmungsverhalten nicht mehr so richtig Sinn. Also es ist halt einfach ein Vier-Personen-Spiel. Ja, und zuletzt muss man sagen, das Material ist zwar sehr schön, aber es ist teilweise ein bisschen fummelig. Vor allem hier in diesen Investitionsleisten mit diesen winzig kleinen Markern. Ja, es ist halt einfach sehr viel reingepackt. Und da ist zum Teil es dann ein bisschen mikroskopisch geworden. Aber ja gut, das ist nur ein kleiner Talpunkt. Was ist mein Fazit zu Federation? Ich kann gleich das Schlagwort als erstes in den Raum pfeffern. Für mich persönlich ist ein bisschen das bessere Revive. Ja? Nicht, dass ich Revive nicht auch wirklich absolut klasse finde. Versteht mich da wirklich nicht falsch. Aber Federation löst für mich einen Punkt, der mich bei Revive immer so ein bisschen gestört hat, nämlich, dass ich Revive als sehr starker und facettenreicher Engine-Builder nicht selber balanciert. Hier gebe ich zu, das Engine-Building ist bei Federation nicht ganz so geil wie bei Revive, aber dafür ist diese Interaktion und diese Rebalance durch die Mitspieler so viel besser. Und wer das mag, wer wirklich mag, dass das Spiel so ein sich ständig verändertes Puzzle ist, was durch die Mitspieler irgendwie gestaltet wird, der wird hier bei Federation meines Erachtens als Euro-Expertenspieler wirklich fündig. Das ist spielerisch auf jeden Fall einer der interessantesten Titel, gerade weil man es halt solo im Prinzip nicht vorspielen kann, weil man wirklich diese Vollbesetzung braucht. Das ist natürlich gleichzeitig auch der Nachteil und deswegen, es stimmt nur so halb. Revive kann man natürlich halt auch super zu dritt spielen. Revive kann man halt auch super zu zweit spielen, auch wenn es natürlich auch ein bisschen besser ist mit dem Workup, mit dem zu dritt und zu viert, ganz klar. Aber Federation würde ich schon fast nur für 4 Spieler empfehlen. Selbst schon zu dritt, wir haben zu dritt gespielt, es nimmt schon deutlich ab. Und irgendwie passt es mir nicht, dass da dann irgendwie so ein Ghostplayer so Plättchen belegt und zufällig irgendwelche Sachen belegt. Das fühlt sich für mich nicht richtig an, witzigerweise. Also bei Federation selten, dass ich ein Eurogame, ein Euro-Experten-Game fast nur für 4 Personen empfehle. Und da empfehle ich es euch aber wirklich wärmsten. Und da sage ich auch ganz klar, wärmstens. Und da sage ich auch ganz klar, Kaufempfehlung für 4 Personen. Aber ja, ich weiß auch, viele Expertenspieler haben nur ein Mitspieler, 2 Mitspieler zu Hause oder so im Freundeskreis. Da würde ich dann tatsächlich davon abraten, weil ihr wirklich nicht das volle in den vollen Genuss kommt. Es ist im Prinzip wie so bei Revive, wo ich sage, spielt mit den vollen Regeln, sonst kommt ihr nicht in den vollen Genuss. Hier, spielt in der vollen Besetzung, sonst kommt ihr nicht in den vollen Genuss. Aber ja, das ist im Prinzip mein Fazit. Klar, die Stärken, ich habe sie im Lob und Tadel natürlich auch schon erwähnt, aber ich muss wirklich sagen, es ist so ein facetten- und variantenreiches Spiel, bei dem man sich immer wieder einen neuen Weg suchen kann, bei dem man auch, und das gefällt mir auch ganz gut in dem Spiel, sich während der Partie auch gut umentscheiden kann, sozusagen reagieren kann. Ich wollte zuerst mehr diese Robotik-Taktik machen, merke dann aber auch, ah nee, da ballt sich's irgendwie, ich werde es eher lieber in die andere Richtung gehen. Oder ich merke halt, ich muss hier halt viele Dinge sozusagen immer wieder aufs Neue auf den Prüfstand stellen, ja. Welche Missionen gehe ich? Gehe ich auf die niedrigen oder gehe ich auf die coolen großen, die mir dann richtig Punkte machen? Wie ist mit der Akkreditierungsleiste? Reine ich da vor oder ist die für mich in dieser Partie nicht so wichtig? Das sind lauter so Dinge, die sich aus meiner Sicht immer wieder aufs Neue ergeben. Damit ist es ein sehr offenes Spiel, was mir gefällt. Unterscheidet sich zum Beispiel auch dadurch von Imperial Steam, was ich ja zuletzt rezensiert habe. Auch ein fantastisches Eurogame, aber das ist eher so ein Eurogame, da ist man doch dann auf seine Strategie irgendwie festgelegt und wird bestraft, wenn man sich verändert oder wenn man zu sehr sich ablenken lässt, ja, und sich da nicht so seinen Plan verfolgt. Hier muss man sich quasi ablenken lassen, beziehungsweise es wäre ein Fehler, nicht auf die Mitspieler zu achten und immer wieder aufs Neue zu versuchen, sich da durchzuwursteln. Also für mich ganz klare Kaufempfehlung für diese Vollbesetzung als Expertenspiel. Auch wenn das Thema enttäuscht, was mich wirklich ein bisschen enttäuscht hat, aber gut. Dafür spielen wir keine Euro-Experten, dass wir hier die thematische Offenbarung bekommen. Wenn es so ist, finde ich natürlich auch klasse, aber in dem Fall kann ich es wirklich verschmerzen. Und natürlich würde ich sehr verschmerzen, wenn ihr nicht hier ein Abo da lasst oder mir einen Daumen nach oben gibt.
Gebt mir gerne mal ein Feedback, wie ihr die Thematik hier seht mit den niedrigeren Spielzahlen. Würde ich mich wirklich interessieren. Vielleicht seht ihr es ja auch anders und jemand widerspricht mir und sagt, nee, zu zweit, wenn man sich dran gewöhnt mit den Plättchen, ist es eigentlich auch ganz okay. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare. Meiner Meinung nach ganz klar ein Vier-Personen-Spiel. Und ja, es gibt noch ein paar Spieletipps hinten raus und einen kleinen Hunter-Score. Und ich sage trotzdem schon mal, danke fürs Zugucken. Und jetzt kommen die Spieletipps. So, Spieletipp Nummer 1 für Federation. Und das musste ich, diesen Spieletipp musste ich selber sehr bitter am eigenen Leib erfahren. Achtet auf die Ressourcen. Die Ressourcen sind in diesem Spiel erstmal, denkt man, relativ simpel. Ja, es gibt so ein paar Leisten, wo man einfach welche kriegt und man muss auch nicht für alles immer ständig bezahlen. Für ein paar Sachen braucht man es halt. Aber der Teufel steckt hier im Detail. Und vor allem müsst ihr zwei Dinge so ein bisschen im Auge behalten, was die Ressourcen angeht. Erstens, ihr müsst darauf achten, dass die billigste Ressource, dieses rosa Kristall, das hat eine Besonderheit, es ist die billigste Ressource, deshalb, na, man kann sie auch aufwerten später mit dem Robotik und so, da kriegt man mal automatisch eine Aufwertung und so, und denkt man irgendwann, ach, die brauche ich irgendwann nicht mehr, aber man braucht sie immer, weil ich brauche eben so eine Ressource, um eine dieser beiden Spionageaktionen durchzuführen. Die Spionageaktionen sind ja die Aktionen, wo ich dann eins von diesen Ressourcen abgebe, um dann eine beliebige normale Planetenaktion zu machen. Und diese Felder sind sehr wertvoll und auch sehr wichtig. Und mir ist es schon passiert, dass ich eben dann zwar viele Ressourcen hatte, aber nicht mehr die billigsten. Und deshalb konnte ich das dann nicht mehr machen. Und das hat sehr geschmerzt. Also passt auf, dass ihr immer genug von diesen billigen Ressourcen habt, dass ihr da flexibel bleibt. Ja, und die zweite wirklich wichtige Ressource ist halt das Gold. Schwer zu kriegen und wirklich besonders, weil ihr braucht es eigentlich fast nur für diese Siegpunktgeneratoren im grünen Roboterplaneten. Aber die sind sehr stark. Es ist auch wirklich auch ein sehr interessantes, sehr interessante Entscheidung, wann ihr auf die geht, weil ihr, wer das zuerst macht, kriegt ja diesen Dreier-Multiplikator. Ist auch wieder so ein Ding, wo ihr gucken müsst, oh, wenn, es kann einfach Spielsituationen geben, wo ihr merkt, okay, wenn dieser Mitspieler jetzt diesen Dreier-Multiplikator bekommt, weil er zufällig eben zwei von diesen Sachen, da geht es ja darum, wird er gewertet, was schlechter ist von zwei Leisten oder von zwei Sachen, die man erreichen kann. Wenn dann ein Spieler zwei von diesen Dingern wirklich nach oben pusht, dann muss man schon fast überlegen, ob man ihm den Dreier wegnehmen muss, damit er nicht gewinnt. Ja? Und dafür wiederum braucht man Gold zum richtigen Zeitpunkt. Also das ist wirklich eine Timing-Sache mit dem Gold. Die solltet ihr nicht einfach im Auge behalten. Ja? Habe ich auch dann das Gold, wenn ich es brauche? Oder kommen mir meine Mitspieler da möglicherweise zuvor und ich verliere dadurch die Partie? Das Schwierigste an Federation, und das sage ich auch ganz offen, das ist etwas, was auch ich noch nicht gemeistert habe, ja, ist vorausschauend zu spielen mit den Investitionen, ja, wodurch ja dann nochmal Entwertungen freigeschaltet werden. Aus meiner Sicht, und das ist einfach nur so ein Tipp, den ich halt geben kann, ist, versucht nicht unbedingt, also es ist sehr schwierig von Anfang an da richtig zu spielen, in Anführungsstrichen, auf irgendwas loszuspielen. Das ist wirklich sehr schwierig. Ich würde eher versuchen, es im Auge zu behalten, um dann im richtigen Moment vom Abstimmungsverhalten der Mitspieler einfach zu profitieren. Ja? Einfach zu merken, wohin weht der Wind und dann sein Fähnchen möglichst gut in den Wind halten, um dann sozusagen vielleicht nochmal, wenn man merkt, oh, da könnte ich gut stehen, da muss ich jetzt nur ein bisschen weiter pushen oder das ein bisschen forcieren, damit es auch zur Abstimmung kommt, also zur Wertung kommt am Ende. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Es ist wirklich sehr schwer, da von vornherein so einen festen Plan zu verfolgen. Das ist sowieso bei Federation schwer, aber na, wie so bei so vielen bei dem Spiel, immer schön alles im Auge behalten. Und der letzte Tipp ist ganz simpel, da man das einfach leicht vergisst. Denkt dran, eure Raumschiffe sind begrenzt. Ihr könnt nicht jede Mission fliegen, jede Zusatzaktion überhaupt ausführen. Und da müsst ihr euch eben auch entscheiden. Wollt ihr lieber den einfachen Weg gehen, das heißt die einfachen, einfach zu erreichenden Missionen freischalten, die ihr dann vielleicht früh im Spiel machen könnt, um dann sozusagen Engine-Builder-mäßig dann später, also ne, je früher man was macht, je früher man eine Bonusaktion macht, desto mehr hat man davon vielleicht am Ende vom Spiel. Oder spielt ihr lieber auf die eben die starken, die hohen Bonus-Missionen, die dann möglicherweise nochmal richtig Punkte geben. Dazu müsst ihr natürlich aber auch in die richtige Richtung gespielt haben. Also
Denkt nur daran, ihr könnt nicht alles machen und es kann einfach euch sein, dass ihr irgendwann da steht und meint mal, ich habe aber keine Raumschiffe mehr. Das sollte euch, wenn es geht, nicht passieren. Und das waren meine Spieletipps. Ich würde mich auch noch nicht als Federation-Experten bezeichnen, aber das ist meine Erfahrung. Es ist ja auch bei den Spieltipps, geht es mir ja vor allem darum, euch an meinen Erfahrungen, an meinen Spielerfahrungen teilhaben zu lassen, die jetzt, sage ich mal, erstmal nichts mit der Bewertung des Spiels zu tun haben, sondern die euch auch helfen sollen, ins Spiel gut reinzukommen. Und da hoffe ich, dass das euch was bringt. Und jetzt gibt es noch den kleinen Hunter-Score hinterher. Ich sage tschüss, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Hunter-Score Federation. Materialqualität. Ich gebe eine 7. Natürlich ist es sehr gutes Eurogame-Material. Das ist ganz klar. Aber ich hatte ja schon gesagt, es ist zum Teil einfach ein bisschen fitzelig. Gerade so die Marker und... Ja, also es ist schon sehr, sehr gut, aber es ist jetzt nicht überragend. Grafische Gestaltung, da gebe ich auch eine 7. Das ist natürlich ordentlich, weil ich es auch prinzipiell schön finde. Aber das Beste in dem Spiel, muss man sagen, grafisch gesehen, ist tatsächlich das Cover. Das ist wirklich gut, aber eben auch nicht herausragend. Die Regel, die fand ich durchaus ein bisschen besser als der Durchschnitt. Da gebe ich schön 8 Punkte. Die fand ich recht übersichtlich und auch gut zu verstehen. Thema gibt es nur eine 6. von 10. Es ist ein tolles Thema, aber es kommt leider nicht so gut zum Tragen. Mechanik und Balance, ja okay, was soll man sagen? 10 von 10 Punkten. Spielspaß, habe ich mich ein bisschen schwer getan, da eine richtige Note zu finden. Ich habe jetzt eine 8 von 10 gegeben. Im 4-Spieler-Spiel würde ich eine 10 von 10 geben, aber da es eben ein 2-4-Spieler-Spiel ist, dachte ich, das kann ich nicht so richtig gut machen, also 8 von 10 Punkten. Wiederspielreiz ist einfach eine 10. Da steckt so viel drin für einen Eurogame-Experten. Einfach cool. Interaktion 10 von 10, brauchen wir nicht drüber reden. Preis-Leistung 60 Euro finde ich tatsächlich für das, was man hier kriegt, einen guten Preis. Deswegen gibt es für mich hier auch 8 von 10 Punkten. Klar, ist kein Schnapper, aber für das, was ihr kriegt, ist das, finde ich, ein fairer Preis. Und meine individuelle Kategorie ist tatsächlich die Worker Placement Innovation. Ja, ich möchte dem Spiel gerne nochmal 10 Punkte oben drauf geben. Ich sag mal, die individuelle Kategorie, die wähle ich halt auch so ein bisschen aus, um das Score in meine Richtung zu manipulieren, die ich einfach richtig finde. Und hier gibt es nochmal 10 Punkte und ich muss sagen, ich finde es auch gerechtfertigt, weil ich es immer wieder erstaunlich finde, wenn Spieleautoren aus dem Worker-Placement-Ding nochmal was rausquetschen, wo ich davor stehe und sage, Hut ab. Das habe ich so noch nie gesehen. Und dann sind wir insgesamt bei 84, sehr schöner Wert. Federation, einer meiner Highlights, Eurogame-Highlights des Jahres. Und ja, mehr ist dazu nicht zu sagen. In dem Sinne, bis dann. Tschüss.